Willkommen zu einem neuen Ankündigungsvideo und es geht diesmal wieder um Let's Plays. Soll ich nur noch Minecraft machen, wie folgt auch? Oder soll ich doch ab und zu ein anderes Projekt mit einschleisen? Das ist hier die Frage. Weil ich finde, Minecraft ist so eine Sache, ja, ist immer zwar noch der Mega-Hype, aber ich würde auch mal gerne andere Sachen Let's Playen. Deswegen wollte ich mal nachfragen, was ich da machen könnte. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr daran überhaupt Interesse habt, weil wenn da wieder 20 Leute schauen, das lohnt sich kein bisschen für mich. Ich frage mich sogar so, wieso ich so viele Abonnenten habe, wenn davon vielleicht 100 bis 200 Stück am Tag was schauen und auch nur das, was sie wirklich interessiert. Also da sind jetzt zum Beispiel Vlogs, die sind jetzt teilweise wirklich den Bach runtergegangen. Die Mod-Reviews werden sehr gut angeguckt und die Vlogs waren, als ich sie neu rausgehauen habe, waren sie ja 100, 200 bis zu 300 Aufrufen. Ansonsten, Let's Play hat gerade mal 75 Aufrufe, Plugin-Vorstellung 85, der neueste Vlog 49. Also, ich frag mich, was da los ist. Also, für 1600 Abonnenten ist das wirklich verdammt wenig. Und ich weiß nicht, was ich da machen könnte. Also, wenn ihr irgendwie Idee habt, mehr Aufrufe, soll ich vielleicht nur ein Video in der Woche machen? Keine Ahnung. Ihr könnt mir ja mal was vorstellen. Und nochmal, Luis, falls du das gerade siehst, lies mal deine PM. Nicht, das ist jetzt nur Luis, nicht, dass du denkst, dass ich nichts mehr mit dir zu tun haben möchte, beziehungsweise mit Toto. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist nicht wahr. So, das war's von mir. Ich hoffe, ich kriege da ein bisschen produktive Sachen. Das schauen sich auch wieder ein paar mehr Leute an als sonst, weil wenn sich jetzt wieder 30 Leute anschauen, dann bin ich echt ein bisschen traurig. Das ist, naja, das war's von mir. Bis dann. Tschüss und gute Nacht. Das ist nämlich eine Aufnahme, die gerade um 0 Uhr entstanden ist.